Wir feiern Ostern. Hoffentlich für viele von euch ein paar Tage der Ruhe zum Durchschnaufen und die Dinge sortieren zu können. Nach christlichem Glauben ist Ostern das Fest der Auferstehung, der Hoffnung. Hoffnung auf Frieden, auf eine erlöste Welt. Ostern 2024 sind wir weit vom Frieden entfernt. Putins Krieg gegen die Ukraine ist der blutigste, den Europa seit 1945 erlebt hat. Jeder Tag ist ein Tag des Sterbens und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, Putins Russland stellt komplett auf Kriegswirtschaft um und steigert die Waffenproduktion massiv. In Deutschland wurde in den letzten Wochen über die Art und den Umfang unserer Unterstützung für die Ukraine gestritten, teils erbittert und teils auch verletzend. Ich möchte mit diesem Video zu Ostern versuchen, die Argumente zu sortieren und aus meiner Sicht zu bewerten. Auch um etwas dazu beizutragen, dass die Demokraten und die demokratischen Parteien Putin nicht den Gefallen tun, ein Bild der Zerstrittenheit abzugeben. Wir leben in Zeiten, in denen das Undenkbare Wirklichkeit geworden ist. Angesichts dieses Ernstes ist es wichtig, Debatten ernsthaft zu führen, einander zuzuhören, Argumente gelten zu lassen. Ich habe mich früh für die Waffenlieferung an die Ukraine ausgesprochen. Und ich trete auch jetzt dafür ein, dass wir sie weiter mit mehr und mit weiterem militärischen Material unterstützen. Ich werde aber den Abend des 26. Februar 2022 nicht vergessen. Es war kurz nach Kriegsbeginn. Und wir hatten erstmals entschieden, Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet zu erlauben. Nach einem Tag voller hektischer Telefonate kam dann plötzlich ein Moment der Ruhe und ich spürte zwei Dinge gleichzeitig. Ich war sicher, dass wir eine notwendige, richtige, ja überfällige Entscheidung getroffen hatten. Und ich war voller Gram, weil ich wusste, dass durch diese Entscheidung Menschen sterben würden. Ich will unterstreichen, dass ich immer Respekt vor einer Position hatte und bis heute habe, die aus prinzipiellen moralischen Gründen oder religiösen Überzeugungen bei Waffenlieferungen an die Ukraine zu einem anderen Schluss kommt als ich. Ich verstehe auch nur zu gut, dass Menschen Angst vor einer Eskalation des Krieges haben. Auch ich bin in Sorge. Nur, welche Haltung und welches Handeln sind notwendig, um dieser Bedrohungslage letztlich zu begegnen? Mit dieser Frage müssen wir uns, erst recht wir in der Regierung, fortwährend auseinandersetzen. Genauso wie mit der Frage, wann eine Linie überschritten sein könnte, die Deutschland tatsächlich in den Krieg zieht. Diese Abwägung müssen wir immer wieder leisten. In dieser schweren Zeit, wer wünschte sich nicht, dass dieser Krieg, das furchtbare Sterben, einfach aufhören möge? Und nicht jeder, der auf eine gute, stabile Beziehung zu Russland hofft, mal Russisch gelernt hat, den Reichtum der Kultur kennt, ist gleich ein Putin-Versteher oder Diktatorenverehrer. Und wie sehr bewundere ich all die Russinnen und Russen, die für ein freies Russland ihre eigene Freiheit riskieren. Kein Verständnis habe ich umgekehrt für jene, die in Putins Staat ein Vorbild für Deutschland sehen, die Putin bewundern, die deshalb jenen, die für ihre Freiheit und ihr Leben kämpfen, die eigentliche Schuld am Krieg geben, die vor diesem Hintergrund dann Waffenlieferung ablehnen. Das ist für mich eine fürchterliche Verkehrung von Opfern und Tätern. Dieser Krieg und alle Toten, auch die russischen Opfer, hat allein Putins Regime zu verantworten. Putin, das ist schon jetzt gewiss, wird in die Geschichtsbücher eingehen als ein Diktator, der zehntausende Männer in den Tod geschickt, zehntausende Frauen und Kinder an Not und Elend gebombt hat. Deutschland unterstützt die Ukraine und die allermeisten in diesem Land finden das richtig. Trotzdem müssen wir uns immer wieder fragen, tun wir das Richtige? Und dahinter steht eine andere Frage, die schonungslos gestellt lautet, warum unterstützen wir eigentlich die Ukraine? Unterstützen wir sie für sich selbst oder für uns? Die Antwort ist beides. Und beides bedingt sich. Die Ukrainer und Ukrainerinnen kämpfen darum, dass ihr Land nicht Putins Land wird. Sie kämpfen dafür, dass sie in Freiheit, in einer Demokratie und in Wohlstand leben können. Dass sie ihre eigenen politischen Entscheidungen treffen können, dass sie Teil der europäischen Familie sind. Dieses Recht haben sie sich erstritten, erkämpft. Dieses Recht haben sie, völkerrechtlich und moralisch. Dieses Recht greift Putin an. Wir haben versprochen, die Ukraine bei der Verteidigung all dieser Rechte, all dessen zu unterstützen. So sehr ich verstehe, dass angesichts der hohen Opferzahlen von einem Einfrieren des Krieges gesprochen wird, so sehr blendet diese Position aus, dass nur die Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden können, welchen Preis sie zu zahlen bereit sind und zu welchen Bedingungen sie einen Waffenstillstand erreichen
oder den Krieg beenden wollen. Es sind die ukrainischen Väter, Söhne und Brüder, die an der Front sterben, auch Mütter, Töchter und Schwestern. Und es sind ihre Familien, die trauern und leiden. Zum anderen wurde schon einmal versucht, den Krieg in der Ukraine einzufrieren mit dem Minsker Abkommen von 2014. Das hat nicht verhindert, dass Putins Russland die gesamte Ukraine überfällt. Putin will den Krieg. Putin braucht den Krieg. Er treibt ihn voran für einen wahnhaften Neoimperialismus und weil er Angst vor einer freien, demokratischen, erfolgreichen Ukraine hat, die dann ein Vorbild für Russland wäre. Und deshalb der zweite Punkt. Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit auch für uns. Denn Putin bekämpft diese Freiheit. Als die Demokratiebewegung in Belarus um die Wahl 2020 herum erstarkte, machte er das Land endgültig zum Vasallen. Den ukrainischen Weg zu einem gefestigten, demokratischen Rechtsstaat als Teil Europas 2013-14 beantwortete er mit einem ersten Krieg gegen die Ukraine. Putin, da sollten wir uns nichts vormachen, will die Einigung und Einheit Europas zerstören. Er will die Friedensordnung zunichte machen und die Welt in Unordnung stürzen. Putin finanziert Antidemokraten und Faschisten. Er nutzt die Waffen der hybriden Kriegsführung. Er betreibt einen Desinformationskrieg, um unsere Gesellschaft zu spalten. Er schürt Angst, provoziert und lügt, droht und destabilisiert. Wie jetzt in Moldau, nach dem gleichen Muster, das er bei der Ukraine angewandt hat, man müsse die Ukraine von den Nazis befreien. Das ist die Lüge, die er in die Köpfe presst. Unsere europäischen Freunde, Finnland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, sie alle sind in großer Sorge. Wenn Putin mit seinem Krieg in der Ukraine Erfolg hat, wird er weitermachen. Deshalb ist es auch für unsere Sicherheit und den Frieden in Europa wichtig, dass die Ukraine sich erfolgreich verteidigt und wir ihr dabei helfen. Alle Mitglieder der Regierung haben in ihrem Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Auch ich. Das sind keine leeren Worte. Sie nehmen einen in die Pflicht und sie sagen in dieser Debatte dreierlei. Erstens, Angst ist kein Netzgrund für eine Entscheidung. Zweitens, Wagemut auch nicht. Und drittens, so sehr uns Ehre und Moral bindet, wir unterstützen die Ukraine nicht allein aus Solidarität oder Mitgefühl, sondern im Interesse Deutschlands und Europas. Wir sehnen uns nach Frieden. Ja, aber die ehrliche, die bittere Antwort ist, es wird vermutlich kein rasches, gutes Ende geben. Auch wenn wir uns anderes wünschen. Wir müssen uns auf die Bedrohungslage einstellen, alles andere wäre naiv. Deshalb sind wir gut beraten, mehr in unsere eigene Sicherheit zu investieren. Wir, Deutschland, die Europäische Union, wir müssen uns schützen, rundum, auch vor militärischen Angriffen. Schutzfähigkeit ist das Gebot dieser Zeit und die politische Aufgabe. Schutzfähig werden, damit wir nicht erpressbar sind, damit Putin es nicht wagt, uns anzugreifen. Wir müssen unsere militärischen Fähigkeiten deutlich stärken im Bündnis der EU und der NATO. Das ist eine Zumutung, ich weiß das, aber eine notwendige. Gemeinsam ist Europa ökonomisch wie militärisch stärker als Putin. Wir müssen aber unsere Kräfte bündeln und ausbauen. Zurück zu Ostern 2024 und die österliche Hoffnung auf Frieden. Auf eine erlöste Welt. Ein ewiger Frieden ist eine regulative Idee, notwendig als eben jene Hoffnung, aber so schwer zu erreichen. Aber einen echten Frieden, auf ihn können wir hinarbeiten. Und ein echter Frieden ist ein Frieden in Freiheit. Das bedeutet, dass es Zeiten geben kann, wo ein Nichthandeln die Bedrohung des Friedens erhöht und Handeln nötig ist, um Frieden in Freiheit zu schützen. Die Entscheidungen dafür sind nie leichte Entscheidungen und nie leichtherzig zu treffende. Und sie müssen sich daran messen lassen, ob sie einem Frieden in Freiheit dienen. Denn den Frieden eines freien Europas und einer freien Republik zu schützen, das ist das Ziel der Politik. Frieden bedeutet Arbeit. Frieden ist eine Aufgabe, die Diplomatie und Aussöhnung einschließt, aber Naivität ausschließt. Handeln wir in diesem Sinne, werden wir schutzfähig. Ihnen und euch gute Ostertage und uns allen die Kraft, in Freiheit zusammenzustehen.